Hallo und herzlich willkommen zu diesem Hello Freitag. Mein Name ist Aidmir. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über ein Thema, das geradezu postalisch oder mit postalischem Ausmaße in mein Leben geflattert ist. Und zwar sprechen wir über die Landtagswahl und vor allem jetzt mal in Bayern. So ein bisschen Politik mal wieder, muss mal wieder sein, finde ich. Ja, Landtagswahl in Bayern, wie gesagt, in 3 oder 4 Wochen findet die statt. Man muss dazu sagen, sie findet, glaube ich, zeitgleich mit Hessen statt, wenn ich das nicht ganz aus dem falschen Kontext her habe. Aber wirklich interessant ist jetzt für mich natürlich, weil es Bayern, erstmal nur Bayern, deswegen machen wir mal da mal den Haken dran. Ich muss dazu sagen, in Bayern gab es ja schon Jahre eigentlich die Grundfeste der CSU, bis sie dann gemerkt haben, dass sie mit 50% absoluter Mehrheit die einfach nicht mehr kriegen, weil sie die Leute nicht mehr blindlings sich nicht mehr politisch informieren, sondern grundsätzlich allgemein ein bisschen ja größer und weiterdenken als, ja, ich habe die CSU schon damals gewählt, ich will dich jetzt immer noch, ne? Dementsprechend kommt das natürlich auch mal ein bisschen so drumrum, ne? Aber wir sind natürlich damit nicht alleine. Denn es gibt ja jetzt seit mindestens den letzten Landtagswahlen auf jeden Fall die Freien Wähler als eine der Konstante des Bayern-Lebens. Bloß ein bisschen anders. Und das ist so eine Sache, da bin ich mir halt ganz sicher. Klar, der Hubert Aiwanger, der hat jetzt eindeutig ein bisschen verkackt. Und ich habe im Übrigen, nur um das Ganze mal gleich, um dieses ganze Thema Aiwanger und diese Flugblatt-Affäre da mal gleich mal mit einem Schlag quasi aus dem Ganzen rauszuschmeißen, möchte ich gleich mal dazu sagen, ich habe nicht zu bewerten, ob denen seine Entschuldigung gut war oder nicht. Ich habe nicht zu bewerten, ob das in Ordnung so war, wie es ist. Weil, ganz ehrlich, wenn Person X Person Y in die Fresse schlägt, hat nicht Person Z zu entscheiden, ob die Person Y die Entschuldigung von Person X angenommen hat oder anzunehmen hat. Auf gut Deutsch, was meine ich damit, um die Mathematik gleich und gleich mal wieder aufzulösen? Wenn Hubert Aiwanger sich mit solchen Aussagen an Juden gewandt hat und die verletzt hat, oder jüdische Gemeinden oder allgemein Gemeinden, die in einer Minderheit leben bei uns in Deutschland, dann habe nicht ich als jemand, der nicht Jude ist, zu entscheiden, ob die Entschuldigung von Hubert Aiwanger zu dulden ist oder nicht. Haben wir das mal aus dem Weg geschafft. Ich finde es kacke, was er gemacht hat, aber auch so oder so. Ich dürfte nicht entscheiden, ob die Entschuldigung von Hubert Aiwanger gerechtfertigt ist oder nicht. Ich habe weder zu entscheiden, wie gesagt, ob es gerecht ist, dass die Leute da sagen, nö, nehme ich nicht an. Und ich habe auch nicht zu sagen, ja, habt euch mal nicht so oder irgendeinen anderen Scheiß. Gut, haben wir das schon mal aus dem Weg geschafft. Jetzt kommen wir mal zu der großen Angst, die es in Bayern gibt. Andere Parteien. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Söder würde wahrscheinlich, wenn es ginge, alle anderen Parteien verbieten, dass man nur noch die CSU wählen kann, weil, mal ehrlich, in seiner Sicht braucht man nur die CSU. Man muss dazu sagen, es ist natürlich schon vorteilhaft, eine christlich-soziale Partei zu haben, die wirklich sich aufs Land und auf die Landliebe und auf die bayerische Herkunft geradezu versessen hat. Natürlich ist es irgendwo sinnvoll, einen gewissen Stolz auf seine Herkunft zu haben. Das ist ein Ding, wo ich erst einmal generell kein Problem damit habe. Womit ich ein Problem habe, ist einfach nur, wie der Söder hier einfach nicht gescheit agiert und oftmals die falschen Sachen als Problem annestiert und uns dann eben sagt, ja, die Grünen sind unsere Gegner oder das ist ein Problem wegen dem und dem, anstatt es einfach anzugehen und zu lösen. Weil er hat selbst keine besseren Probleme oder keine besseren Lösungen für die Probleme. So muss man es vielleicht sagen. Aber jetzt mal wirklich, welche anderen Parteien kann man denn eigentlich wählen bei uns in Bayern? Also, beziehungsweise welche Parteien kann man generell wählen? Ich fange von dem Wahlkreisvorschläge zur Landtagswahl von oben nach unten an. Also bitte behauptet nicht, ich würde jetzt hier die Reihenfolge in irgendeiner Art und Weise manipulieren. So steht sie auf der offiziellen Statistik.bayern.de Seite, die Reihenfolge. Die CSU, die Grünen, die Freien Wähler, die AfD, die SPD, die FDP, die Linke, die Bayernpartei, die Ökologisch-Demokratische Partei, die Partei, die Tierschutzpartei, die V-Partei hoch 3, das ist die Partei für Veränderungen Vegetarier und Veganer, die Partei der Humanisten, die Basisdemokratische Partei Deutschlands und Volt. Diese Parteien kann man bei uns in Bayern wählen. So, wie informiert man sich über die Parteien? Das ist ja ein allgemein schwieriges Thema. Wenn man jetzt halt wirklich sich versucht, offen mit den grundlegenden Themen zu beschäftigen, muss man allgemein sich mal ein bisschen damit beschäftigen und sich da fragen, was wähle ich denn, aus welchem Grund, was haben denn die versprochen, blablabla. Natürlich ist die eine Möglichkeit, ja, das Parteiprogramm zu lesen.
Das wäre eine große Möglichkeit, die durchaus helfen würde und auf jeden Fall am Schluss, im letzten Schritt, trotzdem meiner Meinung nach noch getan werden müsste. Es gibt aber zwei Teile, die man durchaus machen kann. Erstens, man kann den Wahl-O-Mat machen. Den gibt es jetzt aktuell auch für Bayern jetzt endlich. Man kann dort also sich durch 38 Fragen durchklären, ob man den Aussagen zustimmt, ob man sie ablehnt oder ob man denen neutral gegenüberstimmt. Dann kann man das Ganze noch gewichten und sagen, ja, das ist mir besonders wichtig, das ist mir nicht so wichtig. Also wenn man nicht so wichtig ist, setzt man es halt nicht doppelt. Wenn einem etwas besonders wichtig ist, setzt man es doppelt. Dann geht am Ende der Wahl-O-Mat eine Empfehlung raus. Diese Empfehlung gibt einen zumindest schon mal einen ersten guten Blickwinkel, wohin man denn gehen kann, wenn man sich jetzt nicht zu krass beschäftigen möchte. Dann kann man sich dann beispielsweise die ersten drei Parteien einfach mal raussuchen und dann sich genauer mit diesen Wahlprogrammen dazu beschäftigen. Eine andere gute Möglichkeit ist tatsächlich auf der Seite des Bayerischen Rundfunks, denn die haben eine allgemeine Umfrage gemacht und haben jeden der Leute, die sich zur Wahl stellen, 10 Fragen gestellt, die man beantworten kann. Der Witz ist allerdings, es gibt ja 91 Wahlkreise, wo man wählen kann. Insgesamt haben, beziehungsweise wo die meisten auch aufgestellt worden sind, so muss man es vielleicht noch dazu sagen, insgesamt haben aber natürlich nicht alle, die dort in diesen jeweiligen Wahlkreisen zur Wahl stehen, die Fragen des Bayerischen Rundfunks beantwortet. Die einzigen, die in allen Kreisen alles beantwortet haben, sind die Grünen und die SPD. Auf Platz 2, wenn man so möchte, oder 3, wenn man es ganz genau nimmt, ist die Bayern-Partei mit 89 Antworten. Also da haben bloß 2 Leute nicht geantwortet. Die CSU, die ach so bürgernah ist, mit 82 von 91 hat also 9 Leute sich nicht die Zeit genommen, um die Fragen zu beantworten. Und die AfD, die ja behauptet, sie ist die volksnaheste Partei, aber die sich natürlich nicht mit den Medien abgeben will und so weiter, blablabla, wissen wir schon alles, haben 31 Kreise nur geantwortet. Und die Freien Wähler, die ebenfalls ja noch so super toll in unserer Bayern sind, haben mit 74 Antworten von 91 oder 74 Wahlkreise haben geantwortet von 91, ist also auch nicht gerade sehr vollzählig. Das ist ein bisschen mager alles, aber kann man ja auch nicht ändern. Der geilste Witz bei der AfD ist noch dazu, dass gerade dort sehr viele der AfDler die 10 Fragen nicht alle beantwortet haben. Sie haben dann nur Teile beantwortet. Fand ich auch sehr amüsant, bin ich ganz ehrlich. Auch das hilft natürlich, um erst einmal gerade von dem Direktwahlkandidaten ein bisschen ein besseres Bild zu bekommen. Denn das ist schwierig, dort wirklich ein genaues Bild zu kriegen. Wer sind die Personen? Was machen die? Und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss und ob man da sich ein bisschen genauer informieren will. Aber da hat man zumindest ein besseres Bild. Manchmal gibt es auch lokale Medien, die natürlich über die berichten. Das sind alles so Punkte, die man noch im Kopf haben muss. Ja, das sind so im Übrigen, dass ihr mal wisst, so meine ersten Informationsquellen, wo ich etwas sammeln kann und wo ich meine Informationen herkriegen kann, um mir ein erstes Bild zu machen für die Wahl für Bayern. Das wird auf jeden Fall ein interessanter Wahlgang. Nächstes Jahr gibt es ja fast im Rest Deutschlands gefühlt überall Wahlen. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Es wird beängstigend. Es wird wirklich beängstigend. Ich habe da ganz schön Bammel vor, was das am Ende wird, aber wir werden es erleben. Wir können es aktuell eh nicht aufhalten. Deswegen mal schauen, ob da irgendwas Schlimmes passiert oder nicht. Zu diesen ganzen Vorwahlen, die da immer stattfinden, oder dieser Sonntagsfrage, da gebe ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel drauf. Wir werden es alles erleben, was da noch bei rumkommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall aber jetzt ein wunderbares Wochenende. Bleibt sauber, bleibt frisch. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.